ihr wollt im Spiel einfach mal was testen, schnell was ändern, einen Füllstand von einem Silo, ihr möchtet schnell mal alle Felder besitzen, weil ihr was testen möchtet, oder einfach nur mal schneller laufen, ohne einen zusätzlichen Mod zu installieren für jeden Scheiß, also ein Geldmod, ein Laufmod, ein Mod, der alle Felder freischaltet, oder einfach mal Screenshot zu machen, automatisch, nach gewissen Zeiten oder so, dann ist der Mod genau das, was ihr sucht. Der Konsolen-Extension-Mod bietet einfach bei der Konsole, die standardmäßig in Elefanten ist, Erweiterung. Und genau diese Erweiterung fügt er hinzu. Zum Beispiel, man kann alle Felder besitzen, also dass alle freigeschalten wird, gehört alle euch. Ihr könnt schneller laufen. Ihr könnt zum Beispiel sagen, ich möchte in meinem Lager 500.000 Raps haben. Oder zum Beispiel, ich möchte mal mehr Geld haben. Ich möchte weniger Geld haben, weil ich wieder realistisch spielen will, weil ich wollte ja nur was testen. Oder wie auch immer, ist auch egal, was ihr damit macht. Es ist möglich. Was ihr genauer damit alles machen könnt, den Link habt ihr unten in der Videobeschreibung. Nochmal genau, dort ist alles genau aufgelistet, welchen Befehl ihr wie eingeben müsst. Dazu müsst ihr den Mods in den Mod-Ordner tun und die Konsole freischalten. Wie das geht in der Konsole freischalten, verlinke ich euch nochmal entweder hier irgendwo oder auch nochmal in der Videobeschreibung. Dazu habe ich schon mal ein Tutorial in LS15 gemacht, funktioniert in LS16 ganz gleich. Das Video heißt Login-Game öffnen, werde ich nochmal unten verlinken. Das müsst ihr machen, damit ihr die Lok öffnen könnt. Die Lok könnt ihr dann öffnen, das sieht dann so aus. Das ist vor der 1 dieser komische Punkt und der Pfeil nach oben und Escape und vor der 1. Mit der öffnet ihr die Lok. Da sieht man auch schon, da ist irgendein Fehler. Keiner weiß was, aber es ist ein Fehler. Und ja, wie gesagt, da könnt ihr dann gewisse Befehle eingeben. Ich teste das jetzt einfach mal mit ein. Ich habe gerade dann offen. Muss nur mal gucken, wie der genau heißt. So, und dann noch Speed und dann zum Beispiel 10, glaube ich. So steht das da drin. Genau, Walk and Speed to 10. Und wenn wir jetzt die Konsole wieder ausschalten. Ui, naja, okay, das war vielleicht ein bisschen zu schnell, oder? Aber ich kann fliegen. Also auch so könnt ihr schnell von A nach B zu kommen. Einfach mit diesen, ja, ich möchte es jetzt nicht Cheat nennen, aber es ist geil. Also 10 ist genau angenehm, damit man halt fliegen kann, ne? Aber wir können sie einfach mal wieder runtersetzen. So auf 2. Vielleicht ein bisschen realistischer. Wie gesagt, ihr könnt damit alle möglichen Befehle... Okay, es ist auch noch schnell. Alle möglichen Befehle, die sind nochmal unten verlinkt. Einfach mal anschauen, da gibt es interessante Sachen. Und wird auch wahrscheinlich immer wieder erweitert. Ja, in diesem Sinne wünsche ich euch viel Spaß mit dem Mod. Einen kleinen Fehler hat er noch, aber den wird er sicher noch beheben. Sonst sehe ich da keinerlei Probleme. In diesem Sinne, macht's gut und tschüss, Leute.